Thomas Michael, Sie sind Reiseexperte. Wie sieht es denn jetzt aus mit Reisen in diesem Jahr? Was muss ich beachten, wenn ich beispielsweise im Inland unterwegs bin? Also im Inland ist es relativ einfach, die Inzidenzen beachten. Im Moment sind wir ja meist unter 50. Das heißt, in allen Bundesländern eigentlich ist Urlaub möglich. Die Hotels machen das ein bisschen differenziert. Das wird nicht ganz so sein, wie es früher war. Das heißt, beim Essen muss man ein bisschen aufpassen. Nicht mehr Buffets, man wird bedient. Die Saunen und Wellnesseinrichtungen sind zum Teil nicht mehr hundertprozentig nutzbar. Aber einem angenehmen Urlaub in Deutschland steht eigentlich nichts mehr im Wege. Wenn ich jetzt trotzdem ins Ausland möchte, wie sieht es da aus, gerade mit Test- und Impfbestimmungen? Ausland ein bisschen komplizierter. Also im Moment ist es in den meisten Ländern so, dass Sie einen PCR-Test machen müssen, wenn Sie ins Ausland reisen. Das heißt, es wird schon am Flughafen gecheckt, ob Sie einen haben. Dann natürlich immer beachten, im Ausland auch die Hygienevorschriften, Mindestabstand. Auch da wird es ein bisschen Einschränkungen geben im Hotel. Aber im Großen und Ganzen sind Reisen eigentlich in diesem Sommer, Urlaubsreisen, problemlos möglich. Trotzdem sind die Bestimmungen ja von Land zu Land unterschiedlich. Man blickt ja manchmal schon gar nicht mehr durch. Auf welche Seite muss ich gehen, damit ich endlich mal alle Infos zusammen habe? Also grundsätzlich immer wichtig oder hilfreich und informativ die Seiten des Auswärtigen Amtes. Kann man einfach googeln, Auswärtiges Amt, und dann hinten dran nochmal sein Zielland eingeben, also zum Beispiel Auswärtiges Amt Spanien. Dann kriegt man automatisch die im Moment gültigen Einreisebestimmungen. Und wenn Sie wieder zurückkommen, dann müssen Sie in vielen Ländern auch wieder einen PCR-Test machen, wenn Sie zurückreisen. Es ändert sich im Moment sehr viel durch die Impfungen. Also wenn Sie zweimal geimpft werden oder sind und 14 Tage nach der zweiten Impfung wieder zurückkommen, ist es auch sehr, sehr viel einfacher. Aber immer grundsätzlich, man ist immer in der Pflicht auch zu schauen, was ist in welchem Land im Moment wie möglich. Sie hatten es jetzt schon angesprochen, wenn ich zurück möchte, wie sieht es denn da mit den Quarantäneregeln aus, wenn ich jetzt beispielsweise positiv getestet werde? Muss ich dann in dem Land, in dem ich gerade bin, in Quarantäne, oder kann ich das dann auch in Deutschland machen? Wie sind da die Regeln? Also wenn Sie im Land positiv getestet werden, klassisches Beispiel jetzt beim Check-in, misst Ihnen jemand Fieber und Sie haben 39 Grad, die nehmen Sie nicht mit und Sie werden positiv getestet, dann müssen Sie die Quarantäne im Ursprungsland auch absitzen, nenne ich es einfach mal. Ganz allerletzte Frage noch. Wie hat sich die Nachfrage verändert? Wie sind so Ihre Erfahrungen? Wohin wollen die Leute? Also die Nachfrage ist von 0 auf 60-70% im Vergleich zu vor 2 Jahren. Also wir haben jetzt seit, ja, ich sage jetzt mal Anfang Mai eine sehr, sehr starke Nachfrage. Klassische Urlaubsziele, ganz einfach deswegen auch, weil wir in die Sommerferien reingehen. Spanien, Griechenland. Das sind jetzt die Renner im Moment und das wird sehr, sehr stark nachgefragt. Und ich kann jedem empfehlen, der in Urlaub gehen will, bald zu buchen. Sie haben auch bei jedem Reiseveranstalter eigentlich auch immer die Option, das bis 14 Tage vorher kostenlos zu stornieren, ohne Kosten. Thomas Michael, vielen Dank. Gerne.